Also es gibt nicht das, ich kann das nicht, ja? Dann mache ich es mir einfacher. Ja? In Bezug auf jetzt Meditation zum Beispiel, dann muss ich keine 30 Minuten sitzen. Dann fange ich mit 5 an. Aber ohne, also wenn ich das möchte, nehme ich Visualisierung, Musik und das ist was anderes. Das könnt ihr auch gerne machen. Aber mir geht es darum, um diese Stille. Ja? Also ohne Anleitung mit sich sein. Dann mache ich jetzt doch, also es gibt mindestens 5 Hindernisse. Nehmen wir mal 3 übliche. Nummer 1 ist Müdigkeit. All die aufgestaute Zeit, die man eigentlich hätte mal schlafen müssen, also Schlafdefizit deckt man auf, dass man wirklich mal für sich alleine ist, dass man müde wird. Und dann versuche ich nicht krampfhaft wach zu bleiben, kann man testen, aber das ist nicht das Ziel. Dann weiß ich, habe ich gemerkt, okay, ich habe anscheinend ein Schlafdefizit, ich werde müde, dann versuche ich, meinen Schlafrhythmus anzupassen, auf dass ich genug Schlaf kriege. Das ist Nummer 1, Müdigkeit, Benommenheit. Ne? Atmen, vollständig atmen ist auch ein Thema. Ein anderes ist eben der schnatternde Geist, überhaupt mitzukriegen, dass es so ein Dauerradio gibt. Später dann mitkriegen, das bin nicht ich. Also es macht mich nicht aus, das ist nicht so wichtig. Es ist schon ein Kulturschock. Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, trifft dann schon nicht mehr zu. Er denkt, der Affengeist, also ist er anwesend. Und den nicht zu unterdrücken. Wie war das? Der stört eben von Mal zu Mal, von Sitzung zu Sitzung mitzukriegen. Ihr könnt das auch gerne mal aufschreiben im Anschluss, was für Themen das sind. Weil wie ein Schmerz, dieses innere Geplapper hat einen Sinn. Erzählt von Themen, die euch grundsätzlich ja, belasten, wirklich. Und körperlich, das war der Nummer 3, körperlich. Also dass man merkt, oh, ich kann so lange nicht sitzen, mir tut es überall weh und so. Und das dann eben, wie gesagt, vergleichen mit einem Fußballspiel oder was auch immer ihr euch lange auf dem Hintern sitzend angeguckt habt, ein Film, Theateraufführung, Kino, zu Hause, Serien. Also wenn ihr abgelenkt seid oder ein Buch lest, komplett vertieft seid, dann kriegt ihr das gar nicht mit. Dann sitzt ihr die ganze Zeit in einer Position. Und wenn ihr aber das voll bewusst mitkriegt, 5, 10, 15, 20, 30 Minuten lang. Also normalerweise kommen all diese Aspekte erst so nach 15 Minuten. Ja, deswegen 30 Minuten ist eigentlich Standardzeit, zum Anfang nicht, das ist ein bisschen übertrieben. Weil zumindest wir hier, wir mehr so naturalistisch, daoistisch geprägte Leute, machen das auf die sanfte Art. Ja, wir müssen niemandem was beweisen. Wir lassen den Körper und den Geist von selber zur Ruhe kommen. Und das, was ihr feststellt, wenn Geist und Körper in Einklang zur Ruhe gekommen sind, das ist die Richtung, wo es hingeht. Also dann entsteht zumindest erstmal so eine innere Zufriedenheit, das subtile Lächeln, das, was wir kultivieren hier auf der Wiese beim Zen-Qigong, Zen-Nai-Gong eigentlich, Jnana-Yoga, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich muss mir das mal ausdenken, irgendein Begriff, der passt und der nicht dann wieder durch Gymnastik verwässert wird. Und noch weiter, also da gibt es dann verschiedene Versenkungsstufen und so weiter. Das ist dann aber schon quasi,
Das sind Sachen, auch auf dem Weg dahin ist es sinnvoll, jemanden zu haben, mit dem man darüber reden kann, der schon einen Schritt weiter ist. Das nennt sich dann Guru oder Meister. Auch das bitte nicht so in die, also wie gesagt, also eine Anerkennung der Person auf jeden Fall, aber nicht an Himmel, so das nicht. Also nicht auf eine hohe, so eine Stufe heben, ne, Unerreichbarkeit. Respektlos sein ist, finde ich, auch nicht toll. Aber wenn mir das passiert, dass Leute mir gegenüber respektlos sind, kann ich daraus auch noch lernen, ne? Also wie ich damit umgehe, ob das Sinn macht und so. Deswegen auch ich bin nicht fertig. Ist so. Okay. Genug von dem einführenden Reden.